Ich hatte eine kleine Erfahrung auf einer Hochzeit, die mir persönlich auch sehr peinlich ist. Das ist eine Sache, die darf einfach nicht passieren. Und zwar habe ich mit einem Brautpaar im Vorfeld einen Mix erstellt für den Eröffnungstanz und hatte diesen Mix am Abend nicht dabei. Ich habe den vergessen und habe tatsächlich die Originalversion von dem Song angespielt. Das Brautpaar stand auf der Tanzfläche und die Braut guckt mich so an, als ich auf Play drücke, so fragend. Und ich denke schon so, irgendwas hast du verkackt jetzt. Mikrofon genommen, gefragt, was los ist. Und sie so, ja, unser Mix. Und in dem Moment kam mir das erst. Und mir ist aufgefallen, Mist, ich habe das noch nicht mal dabei. Also ich hatte es noch nicht mal auf dem USB-Stick irgendwie und musste dann eben den Song schnell aus meiner Cloud runterladen. War so eine Situation, da hätte ich mir am liebsten unterm DJ-Pult ein Loch gegraben, wäre verschwunden. Aber passiert, ne? Da muss man am Ende das Beste draus machen. Ich habe dann mit dem Mikrofon mich natürlich auch entschuldigt. Braut war Gott sei Dank relativ entspannt. Habe dann auch gesagt, naja, könnt ihr euch vorstellen, am liebsten würde ich jetzt irgendwie verschwinden hier so magiermäßig unsichtbar machen. Haben alle gelacht. Da kam der richtige Song und die Party ist gestartet und es war super geil. Letzten Endes ist es eine Sache, die nicht passieren darf.